Liebe Leserinnen, liebe Leser, 2020 bleibt spannend. Angefangen hat es natürlich auch durchaus mit voller Wucht mit dem Weltwirtschaftsforum in Davos, aber auch mit der wichtigen GDV-Jahrespressekonferenz. Die Veranstaltungen sind natürlich auch für die Branche gewisse Indikatoren, wohin es in naher Zukunft geht. Rein risikotechnisch muss man sagen, könnte oder geht die Reise Experten zufolge dahin, dass man verstärkt auf ökologische Themen achtet, auf Nachhaltigkeitsthemen achtet und sich auch mit entsprechenden Risiken beschäftigen muss. Mario Greco, Oliver Bäte haben auf dem Weltwirtschaftsforum gesprochen und sich für ein sauberes Klima natürlich stark gemacht. Auf der diesjährigen GDV-Jahrespressekonferenz war die Stimmung positiv. Man blickt auf ein gutes Jahr zurück. Man fordert aber auch viel. Man fordert viel von der Regierung, damit es auch aufwärts geht und weiterhin besser wird für die Versicherungsbranche. In der VW2, in der aktuellen Ausgabe der Versicherungswirtschaft, beschäftigen wir uns nicht nur mit dem Gemütszustand, sondern auch der Wirtschaftskraft eines wichtigen volkswirtschaftlichen Ankers am Standort Deutschland, der privaten Krankenversicherung. Wie ist der Zustand? Diese Frage haben wir uns gestellt als Redaktion. Diese Frage stellen sich die Bürger und natürlich auch manchmal selbst die PKV-Anbieter. Wir hoffen sehr, dass wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können und freuen uns natürlich auf Ihr Feedback. Bis dahin, alles Gute.